Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Hardcore Minecraft Insel 2. Es gewittert immer noch und wir wollen jetzt mit unseren Eimer mit dem Boot mal Land suchen. So. Ich sehe das an dem Boot. Wir spielen auf der 1.8, wo wir bei den Tintenfischen ein bisschen ausweichen. Psala, nicht F2, F3, Psala. Welche Richtung fahren wir denn am besten? Besser, schlechter, gleich. Na, mal sehen, wo es uns hintreibt. Ich fahre einfach mal in die Richtung. Müssen auf jeden Fall unsere Insel im Auge behalten. Da werde ich mir auf jeden Fall mal die Koordinaten aufschreiben, bevor wir jetzt hier lostuckern. Das ist nämlich wahrscheinlich dann doch nicht so einfach, dann wieder zurückzufinden, wenn man keine Koordinaten sich irgendwohin aufgeschrieben hat. So, und zwar haben wir hier irgendwo einen Zettel, wo ich das mir mal kurz notieren kann. Und dazu bräuchte ich auch einen Stift. Perfekt, der ist super. So, und zwar. So, 5, 62, 107. Sehr gut. Und ab geht die wilde Fahrt. Und wir fahren jetzt in die Himmelsrichtung Süden. Das heißt, wir müssen dann Richtung Dings Norden. Drüben ist eine andere Insel. Sind da Tiere? Dürfen wir uns vielleicht ein paar Schafe töten? Ja, vielleicht ganz hilfreich. Nee, da ist nur Creeper, ganz viele Creeper. Das wird klar. Also, es wird jetzt wahrscheinlich richtig schwierig werden. Der Günther hat mir erzählt, der ist nach dem zweiten Tag gestorben. Er wollte etwas vom Grund aufheben und ist dann beim Hochschwimmen so ungefähr 1 Meter unter der Meeresoberfläche gestorben. War hier Schafe? Ne, eine Spinne. Dort drüben sind auch nur Spinnen. Ich glaube Spinne. Oh, hier eine Horde Tintenfische. Was ist denn das hier für eine Insel? Ist das eine Insel oder ist es schon Festland? Ich glaube mal, es ist Festland. Oh, hier ist eine Kuh. Ach nee, das sind Skelette. Dort hinten sind Kühe. Und Creeper und ein Enderman. Ach du Heimatland. Ist ja alles hier da. Ja, wir spielen Minecraft Hardcore. Da ist das ein bisschen anders. Und guck mal, das schießt jetzt bestimmt auf uns. Und hier wartet auch schon sämtliches Gefährt. Oder das ist ein Skeleton. Ich glaube, das ist die Mörderinsel hier. Was hier an Kreaturen spawnt. Ich werde jetzt hier mal aussteigen. Natürlich ist mein Boot zerschellt. Ach du Heimatland, guckt euch mal die Zombies an. Wir werden einen qualvollen Hungertod sterben. Oder mir, upsala. Oh, die machen ja richtig Damage hier. Oh, eine Spinne, die springt. Oh. Hinten sind Creeper. Müssen wir mal aufpassen auf die Creeper. Wir brauchen nur Schafe. Seht ihr Schafe? Ich sehe nur Kühe. Aber das ist Fleisch. Das ist Fleisch. Müssen hier einen Ringsrumblick. Ah, Skelett. Nicht, dass wir hier ein kurzes die Insel haben. Ah, hier ist eine Höhle. Seht ihr das? Hier ist eine Höhle. Hier ist ein Skelett. Hier ist ein Zombie. Also hier sind viele Zombies. Flucht.
Von hinten kann jetzt was runterfallen. Ich verziehe mich mal hier in die Höhle. Oh, das ist Sackgasse. Aber das ist gut, dass hier Sackgasse ist. Da kann ich wenigstens hier kämpfen. Oh, ihr hättet jetzt bestimmt hier Mausvergewaltigung. Aber es scheint still zu sein. Ich nehme mal hier die Zombie-Lebern. Dass ich hier ein bisschen. Ach du Heimatland, der hat ja komplette Kettenrüstung. Der Gesell. Hey. Müssen auf jeden Fall hier Leben generieren. Das geht ja nur, wenn wir vollen Hungerbalken haben. Zum Glück haben wir jetzt viele Zombies getötet. Ich höre Kühe. Die Kühe müssen mir. Wir müssen jetzt hier raus. Egal was ist. Wir müssen hier die Kühe töten. Die spawnen auch nach. Und der Skelettmann hier. Haha, ausgetrickst. Weg bist du. Du Heimatland. Ein Creeper, nein. Creeper, explodier. Sehr gut. Dann nimmst du mir Hilfe ab. Und hier noch ein Creeper. Creeper sage ich. Oh, hier ist ein Schwein. Möhren werden wir eh nicht so schnell finden. Ah ja, noch drei Zombies. Ah, ich habe noch 2,5 Herzen nach Heimatland. Schnell weg hier. Hier ist ein Creeper. Auslösen. Es wird Tag. Sehr gut. Ich muss Herzen generieren. Ich muss Herzen generieren. Da schleicht es noch einer von hinten an. Diese Schlinge. Falschhalten kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Hinten ist noch eine Spinne. Das Holz kann ich gerne einsammeln. Hier ist noch eine Spinne. Oh, dort hinten ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Och, du Heimatland, da ist ein Skelett. Der Creeper jetzt auf uns fokussiert? Nein. Sehr gut, hier unten ist noch das Schwein. Kriegen wir da. Du Scheiße, ein halber Fallschaden. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall voll essen. Guck mal, da brennen sie schon. Da brennen sie schon. Wir brauchen Schafe. Schafe. Unser Boot ist leider zur Schelte. Wir haben jetzt. Oh, hier oben sind noch Kühe. Sehr gut. Wir kommen wieder. Ich lasse hier mal ein paar Kühe. Das kann ja immer noch sein. Wir müssen unbedingt essen. Wir kommen jetzt eh nicht so schnell an Karotten. Es sei denn, wir hätten jetzt eine Karotte im Inventar. Oh, guck mal, wir haben hier Kettenhose von dem Skelett bekommen. Ist ja sehr praktisch. Jetzt habe ich doch die Kuh gekillt. Die wollte ich eigentlich am Leben erhalten. Aber die Schweine, die können ruhig weichen. Hier bist du. Könnt ihr aus dem Wasser schießen? So mache ich jetzt den da. Haha! Guck mal, da streckt sich doch ein Schweinepo. Nee, ein Kuhpo. Sind auch noch Kühe. Deswegen baue ich jetzt mir hier eine. Hier ist noch Erde. Die könnten wir gebrauchen. Haben wir irgendwo eine Süßwasserquelle? Müssen erstmal wieder Leben generieren. Leben generieren, dass wir hier nicht krepieren. Hier ist eine große Ebene. Es sind ganz viele Höhlen. Hier ist auch noch eine Höhle. Also die geht nur durch. Hier irgendwo eine Süßwasserquelle. Es kann ja sein, dass hier in den Höhlen eine Süßwasserquelle. Hier geht's runter.
Ich nehme mal hier die Kohle mit. Könnten wir vielleicht brauchen. Gerade schöne Abenteuermusik hier. Richtig spannend ist es gerade. Ich habe gerade ein bisschen gezittert. In der zweiten Folge sollte es noch nicht zu Ende sein. Ist auch noch Kohle. Wir müssen aufpassen, hier sind noch Creeper auf der Insel gewesen. Und ich weiß ganz genau, dass die nicht die Spawns sind, sondern wahrscheinlich in irgendeinen Spalt gefallen sind. In so einen Höhlenspalt hier zum Bleistift. Das ist nämlich hier auch ganz gefährlich, wenn die hier mal oben drauf stehen. Oder hier ein Skelett sich unter einem Baum verbirgt. So, weg mit dir. Wir müssen wieder was essen. Also hier ist anscheinend keine, aber wir können schon mal hier Samen. Die sind da auch sehr, sehr wichtig. Die Samen können wir ja auf jeden Fall mitnehmen. So. Hier ist noch ein Knochen, ein Pfeil, sehr gut. Ich sprinte gerade, ich will eigentlich nicht sprinten. Hier habe ich doch irgendwo, upsala, einen Eingang nach unten gesehen. War hier ein Eingang nach unten? War das hier? Hier geht es auch nicht gerade sonderlich weit nach unten. Hier ist auch kein Eisen, das ist, was ich jetzt großartig abbauen könnte. Wir gucken mal kurz auf die Koordinate. Süden ist in die Richtung. Werden wir mal auf die Insel da drüber switchen. Bauen uns mal ein neues Boot. Erstmal eine Werkbank. Stellen wir mal hier hin. Ich stelle hier mal eine Fackel drauf. So als Wegmarkierung und dann bauen wir uns mal ein Boot. So. Fahren wir drüber. Die Insel schaut doch schon größer aus. Oh, hier sind ganz viele Tintenfische. Tintenfische sind unsere Feinde. Können unser Boot mitten auf dem Wasser zerschellen. Oh nein, 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 dort hinten ist ein Wassertempel. Da weiß ich nicht, ob wir jetzt hier schon auf der Insel hier Abbaulähmung bekommen. Das möchte ich jetzt nicht riskieren. Wir halten den Kurs Süden. Wir halten den Kurs Süden. Mal sehen, wo ich den Mapseed rausgesucht habe. Da wird auf jeden Fall gesagt, ein endloser Ozean mit weit entferntem Festland. Mal sehen, ob das wirklich so ist. Das sieht mir doch nach Insel aus. Ist auch eine Insel, hundertprozentig. Nee, nee, nee. Vielleicht ist auf der Insel hier ein kleiner See in der Mitte. Kann das sein? Nee, natürlich nicht. Aber nee, dort hinten ist Zuckerrohr. Da wächst das außen. Wächst das innen? Wo kommt mir das nur so vor? Weg hier, Tintenfische. Nee, das wächst außen. Schade. Schade, schade, Schokolade. Wir halten unseren Kurs. Sauf. Für Süden.
Irgendwann muss Festland kommen. Irgendwann muss Festland kommen. Ist das Festland? Das ist eine Wüste? Das ist ein Kaktus, oder? Ich glaube, so große Inseln gibt es jetzt nicht, oder? Ich glaube, das ist Festland. Ich glaube es jetzt einfach. Ich gehe an Land. Werde mir auf jeden Fall auch so viel Sand in die Tasche stecken, wie es nur geht, dass wir uns dann auch Glas reinsetzen können. So, unser Boot nehmen wir mit, bleibe stehen. Und so. Dockerrohr nehmen wir natürlich mit. Den Kaktus nehmen wir natürlich auch mit. Man kann ja nie wissen, was man mal mit den Kakten macht. Wo es immer nur auf die Uhr gucken, aber wir sehen es ja und wir spüren es ja, wenn die Sonne untergeht, wird es mit der Folge zu Ende sein und wir müssen was essen. Wir haben jetzt hier, müssen das auf jeden Fall in den Ofen brennen. Wir haben Kohle abgebaut, weil ewig werden die Zombie-Lebern hier nicht halten und wir müssen wirklich versuchen auch jetzt mal nicht so zu sprinten. Ein Dorf. Das ist ja cool. Das stand nicht in der Siedererklärung. Also er ist wahrscheinlich hier nicht so weit geflogen. Kann ich mich vorstellen. Gut. Ein Dorf. Das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge erkunden. Falls euch das fragt, warum ich Sand abbaue, das ist clevererweise so gedacht, auf der Insel ist nicht so viel Sand, ich möchte die jetzt nicht so hart abbauen, eher erweitern. Deswegen möchte ich gern. Das ist doch ein Ofen bestimmt, aber da brauchen wir uns nämlich keinen bauen. Da können wir Unterschlupf vor der Nacht suchen. Ein Unwetter zieht auf. Stört uns das jetzt hier? Geht das Signal bis dahin? Also wenn wir hier die Textnachricht bekommen. Oh, vier hohe Kaktus. Gibt's den? So. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe das bei Zuckerrohr mal gesehen. Ja, das Signal geht bis hierhin. Okay, gut zu wissen. Hier sind andere Setzlinge und es wird wirklich Nacht. Das heißt, ich werde mich jetzt in das Innere. Oh, hier sind alle möglichen. Hier sind Weizen, kann ich hier mitnehmen. Und. Oh, das sind schon die ersten Skelette. Muss ich mir wirklich mal aufschreiben, die Koordinaten. Gibt es hier eine Schmiede? Ich brauche einen Ofen. Ein Wüstentempel. Ist ja mal geil. Keine Schmiede. Schade. Guten Tag. Bin ich genau das falsche Haus, wo keine Werkbank steht, ne? Geh ich mal gegenüber. Guten Tag. Auch keine Werkbank. Ach, hier. Der Bibliothekar. Da bestimmt eine Werkbank, oder? Der hat eine Werkbank. Super. Oh, hab nur 5 Bruchstein. Das wird knapp. Scheiße. Das wird knapp. Na gut, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Das wurde, Umi, geh nicht raus, da, was handelst du? 25 Bücher. Köder 2. Ja, du bist aber kein Köder. Hier, der Zombie, der will dich nur fressen, ne? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dich erledige ich morgen.